Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ja, Poké Diary. Es gibt spannende Nachrichten und eine Menge Suicune-Raids und Eier, die schlüpfen und sonst was. Weil ich noch von letzter Woche sehr viel Kram übrig hatte, den ich nicht mit reinschneiden konnte, weil das Video sonst ganze 20 Minuten gegangen wäre und ich leider nicht so lange geredet habe. Und deswegen... Da war irgendwas Schwarzes, das habe ich gestört. Das wird auch ein Running Gag. Nee. Letzte Nacht, 1 Uhr abends, ich bin gerade vom PC weggegangen, kam dieser wunderbare Tweet hier von Pokémon Go. Trainers, Pokémon Go is being updated to version 0.79.2, also Version 0.79.2 für Android. Und für iOS dann halt die 1.49.2. Für Bugfixes. Bugfixes? Hatten wir nicht erst vor ein paar Tagen ein Bugfix-Update? Ich war schon so ein bisschen skeptisch. So Bugfixes? Okay. Und dann habe ich geguckt auf The Silk Road. Ob denn schon jemand gesagt hat, hey, die APK ist da. War noch nicht da. Also bin ich erstmal schlafen gegangen und heute Morgen wache ich auf und neben ein paar anderen Dingen, die erstmal wichtiger waren, gehe ich danach auf Reddit und sehe, dass der APK-Mine durchgeführt wurde. Und worüber haben wir letztes Mal geredet? Über Formio und Deoxys mit ihren beiden Formen, mit ihren drei Formen, zusätzlichen drei Formen, also insgesamt vier pro, ne? Also ihr guckt einfach nochmal das Video, dann wisst ihr, was ich meine. Und da wurde dieser wunderbare neue Ladebildschirm gefunden. Und jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen näher an die Kamera und ihr seht, hey, Moment, was sind das für Pokémon neben Gengar, Kramurx und Zubat? Die kennen wir ja noch gar nicht. Ja, das sind Generation 3 Pokémon. Man mag es kaum glauben, aber. Generation 3? Halloween? Was da los? Nee, es ist ganz einfach. In dem Update wurden auch die Schreie für Pokémon gefunden. Es wurde Halloween-Musik gefunden und zwar, ihr hört es jetzt gerade im Hintergrund, die Originalmusik aus Lavandia City. Das ist aus Generation 1, so eine, ich sag mal, alte Stadt mit einem Friedhof, der so ein Turm war, gewesen. Da gab es eine spezielle Musik, die war so ein bisschen gruseliger angehaucht und die gibt es jetzt als Pokémon Go, ich sag mal, remasterte Version in Pokémon Go für Halloween. Wahrscheinlich kommt die dann mit dem Event ins Spiel. Das Event wird wahrscheinlich auch wieder mal nur so, ja, 7 bis 10 Tage gehen, wie es für Niantic halt üblich ist. Und obwohl, das Wasser-Event ging, glaube ich, 14 Tage, ne? Da könnte ja vielleicht kommen sie auf den Trichter, das Halloween-Event mal ein bisschen länger laufen zu lassen. Aber, gut. Worauf wollten wir hinauskommen? Sie haben die Schreie eingefügt. Wir haben jetzt praktisch fast alles, was wir brauchen. Vielleicht ein paar noch Attacken wäre vielleicht ganz nett für die ganzen Pokémon, aber die könnten sie ja auch nach dem Release der Geister-Pokémon rausbringen. Was jetzt sicher ist, ist, dass wir auf jeden Fall ein Halloween-Event bekommen. Es ist im Code drin. Wir haben außerdem hier die Medaille für Höhen als Region. Das heißt, fange so und so viele Pokémon aus der Höhenregion für Bronze, für Silber, für Gold. Und ja, das bedeutet, Generation 3 kann jetzt theoretisch jederzeit per Schalter plops kommen und wir laden dann halt die ganzen Sprites und sowas über den Server, über Server-Updates runter, was theoretisch möglich wäre. Das bedeutet, jederzeit könnte jetzt gesagt werden, hey, raus mit dem Pokémon. Und deswegen könnte auch das Halloween-Event jederzeit starten. Denn ich gehe davon aus, wir bekommen nicht direkt alle Pokémon auf einmal, sondern wir bekommen das Halloween-Event mit den Geister-Pokémon und dann nach dem Halloween-Event allmählich dann auch die neuen Pokémon, die neuen Entwicklungs-Items, weil ich meine, da wären auch welche vonnöten. Und tada! Generation 3 wäre da. Ja. Außerdem, ist nicht viel passiert. Der liebe Trainer-Tipps,
der Herr Nick, der hat ein Video gemacht über mögliche Veränderungen am aktuellen Kampfsystem, damit Fähigkeiten, Statusveränderungen und solche Dinge, die in der Main Game Series halt von Anfang an Bestand hatten, in Pokémon Go zumindest Anklang finden könnten. Und ich habe das Video gesehen, fand seine Ideen eigentlich alle ziemlich geil, weil sie halt auch simpel gehalten waren. Und das ist ja das, worum es Niantic zusammen mit der Pokémon Company geht, dass das nicht zu nah an den Hauptspielen dran ist, aber immerhin wiedererkennbar und trotzdem simpel, damit man halt schnell mobil was machen kann. Und ich fand seine Ideen ziemlich gut eigentlich. Und ich hoffe, dass Niantic sich da vielleicht so ein bisschen Inspiration holt. Denn diese Woche hat Niantics CEO, besser gesagt, ein kleines Interview mit einem taiwanesischen Magazin, also einem Business-Magazin gehabt. Und hat darüber geredet, was ist denn die nächste Geheimwaffe für Pokémon Go? Und er hat ganz klar gesagt, Generation 3 ist die nächste Secret Weapon und er hofft, dass die Spieler sie bald vielleicht sehen können. Das bedeutet also, Generation 3 ist tatsächlich das nächste Content Update. Außerdem hat er angekündigt, für 2018 sind sie dabei, einen neuen Battle Mode zu entwickeln, also einen neuen Kampfmodus. Ob das jetzt bedeutet PvP oder ob es bedeutet, wir überarbeiten das Kampfsystem im Allgemeinen, weiß man nicht. Aber was man weiß, ist, dass daran gearbeitet wird. An einem Battle Mode. Das bedeutet, theoretisch könnten sie jetzt hingehen, könnten Inspiration bei Trainertipps nehmen, das zusammenpacken in diesen neuen Kampfmodus und aus diesem neuen Kampfmodus, sei es jetzt eine Überarbeitung vom Kampfsystem oder sei es PvP, das jeweils andere eben halt auch noch machen. Das heißt, wenn es jetzt erstmal nur der Kampfmodus ist an sich, das Kampfsystem, wie es überarbeitet wird, könnte das natürlich dann Ausschlag geben für PvP, das ja laut Hanky immer noch geplant ist. Oder aber, wenn es PvP ist und da ein neuer Kampfmodus entsteht, könnte man sagen, das funktioniert im PvP ziemlich gut, warum überarbeiten wir nicht das Kampfsystem in den Arenen und Raids? So. Ja, das war soweit erstmal alles, denke ich. Wenn mir noch etwas einfällt, werde ich es auf jeden Fall hinten dran hängen. Wenn ihr mehr Infos zu dem gesamten Update und zu allem Möglichen haben wollt, dann findet ihr oben verlinkt den Shilling. Und das Video von Trainertipps ist auch nochmal oben verlinkt, ist auf Englisch, aber durch die Bilder und Grafiken, die er zeigt, ist es auch, ohne dass man ziemlich viel Englisch versteht, verständlich. Das heißt, oben zwei Videos verlinkt, auf jeden Fall das Halloween-Video von Shilling und das Kampfsystem-Video von Trainertipps. Und ansonsten würde ich sagen, ich setze mich jetzt da vorne hin, mache noch ein bisschen weiter am neuen Format, welches Pokémon ist das? Denn jetzt, wo ich weiß, dass die Geister-Pokémon aus Generation 3 um die Ecke stehen, werde ich die vielleicht ein bisschen vorziehen. Ich habe jetzt eigentlich 17 Folgen schon so fertig gehabt. Aber wenn diese Geister-Pokémon ja jetzt schon fast, ich sag mal, bestätigt sind, werde ich die natürlich vorziehen, damit man, wenn die Geister-Pokémon rauskommen, weiß, das ist dieses Pokémon. So, und damit würde ich sagen, habe ich genug geredet. Oben findet ihr auch nochmal die letzte Folge von Welches Pokémon ist das? Und ansonsten in der Endcard findet ihr das letzte Video und natürlich die Pokédiary Playlist. Würde mich über einen Kommentar, über ein Feedback, über einen Like freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder zu einem neuen Pokédiary. Bis dahin, macht's gut. That's all, folks. Ebony, that's all, folks.